Sehr viele deutsche YouTuber haben Videos zu meiner kürzlich erschienenen Pizza hochgeladen und ich habe mir gedacht, ich reagiere heute mal auf ein paar. Fuck, heute ist der 17.10. Lukas Pizza! Lukas Pizza! Ich glaube, genau so ist wirklich am 17.10. jeder aufgewacht. Da gibt's keine Ausnahmen. Ich habe auf jeden Fall Lukas neue Pizza am Schlüssel! Ich hab sie gekriegt! Das war nicht meine Pizza, aber... Es ist auch eine Margherita von Gustavo Gusto, also lassen wir es mal durchgehen. Pizza von Luca, also die Luca-Pizza ist ein tausend Wurst, guck mal, wie... Aber was ich auch cool finde, die ist nicht so dick irgendwie. Ja, die ist voll dünn und ich feiere dünnen Boden. Ich war ja erst in Italien vor ein paar Wochen. Muss ich dir recht geben, also ich feiere dünnen Boden auch mega. Ich hasse Pizzen, die so einen richtig dicken Boden haben und dafür weniger Belag und keine Ahnung was. Also hey, wir sind derselben Meinung. Geil, also das muss ich sagen, Luca. Pluspunkt. Danke. Ganz ehrlich, wie kann man eine Pizza haten? Mal ohne Spaß. Luca, ich feier dich auch so ein bisschen, also Props gehen raus an dich. Ey, Ehrenmann, er feiert mich auch. Ey, Bruder, was geht ab, Mann? Ich fand dein Video eigentlich auch ganz nice. Ja, wir gucken mal weiter. Ich hab's vorhin schon zu Carina beim Auspacken gesagt, die sieht einfach ganz anders aus wie eine scheiß Tiefkühlpizza. Was los, ihr scheiß Hater, Alter? Kritisches, Alter. Du bist ein Vollidiot. Alter, ich bin halt Alter, geil, der Boden. Oh Gott, geil. Dünn die ist, Alter. Oh mein Gott. Das habe ich auch voll oft in den Kommentaren gelesen, dass einerseits Leute das total feiern, dass die Pizza so dünn ist. Und ich meine, wenn ihr mal richtig geil Pizza essen wart irgendwo, zum Beispiel in den besten Läden in Köln, die auch Pizza machen, da sind die Pizzen immer saudünn. Aber andere Leute meinen, ey, die ist voll dünn und finden das kacke. Also ich weiß nicht, wie man sowas kacke finden kann, aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Und jetzt mal kurz gesagt, es schmeckt einfach nur gut, oder? Das schmeckt echt geil. Okay, krass. Also eine Pizza in Italien ist natürlich besser, logischerweise. Danke auf jeden Fall für eure Props und auch schön, dass euch die Pizza schmeckt. Und ja, natürlich schmeckt eine richtig geile Pizza im Laden nochmal geiler, aber es ist halt eine Tiefkühlpizza. Und eine richtig geile Pizza im Laden kostet dann auch über 10 Euro. Also Luca! Glückwunsch, Luca, die schmeckt besser als die von Dr. Edgar! Ja! Das hast du jetzt gesagt. Jeder soll das essen, was er mag. Schmeckt richtig geil. Schmeckt übel geil, ne? Das ist jetzt, glaube ich, sein Kollege, der die Pizza auch noch probiert hat, der gerade aus der Schule wieder kam. Also auch an dich, ey. Nice, dass sie dir auch schmeckt. Wenn ich jetzt einfach mal hier so reinbeiß. Schmeckt wie Müll. Die schmeckt halt wie eine Tiefkühlpizza. Die schmeckt halt einfach wie eine Tiefkühlpizza und die halt besser. Ja, nice, Alter. Freut mich richtig, dass ihr denkt, dass andere Pizzen dagegen Müll sind. Also, ja, freut mich sowas anzuschauen. Aber, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten YouTuber, der auch meine Pizza probiert hat. Ich muss sagen, dein Intro-Song ist sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, die tun wir jetzt einfach mal da unten in den Backofen. Genau das sollte man nämlich auch mit einer Tiefkühlpizza machen. Und... Tada! Also eins muss man halt wirklich sagen, ne? Sie sieht wirklich verdammt geil aus. Also einfach verdammt, verdammt lecker. Da muss man halt wirklich mal drauf achten, wenn man sich nicht nur eine Luca-Pizza gekauft hat, sondern vielleicht zwei oder drei oder so und ihr macht die dann euch zusammen mit Freunden oder so. Vergleicht mal die Pizzen. Also ich finde bei anderen Pizzaherstellern, ich will jetzt keine Marken nennen, aber da sieht jede Pizza wirklich gleich aus. Egal, wie man sich die macht. Und ich finde wirklich, wenn man sich meine Pizza macht, die sieht immer anders aus. Was natürlich auch schlecht sein kann, weil es dann sein kann, dass die von dem einen ein bisschen schöner ist, von dem anderen eher nicht so schön. Aber ich finde es einfach geil, dass jede Pizza ist ein Unikat. So. Da hinten ist übrigens der Karton von der Pizza. Und ich habe mein Merchandise an, Freunde. Deswegen steht hier wieder Werbevideo. Mann. Ich schreibe jetzt immer Werbevideo dahin, weil ich trage voll häufig mein Merch und immer ist die Pizza im Hintergrund. Also meine Videos werden nicht bezahlt von irgendeinem Unternehmen oder so, aber ich will das jetzt hier alles transparent halten. Ihr kennt die Shop-Adresse. luca-shop.de. Aber wir schauen jetzt mal, wie ihm so die Pizza schmeckt. Ich würde sagen, da kommen wir auch schon zu so einem kleinen Fazit. Und zwar, die Pizza schmeckt wirklich gut. Ich würde auch wirklich sagen, die kann auch wirklich mit so einer ganz normalen Pizzeria wirklich mithalten, weil sie ist echt verdammt groß und schmeckt auch wirklich gut. Das muss man wirklich schon sagen. Junge. Danke, Digga. Er sagt sogar, dass die Pizza mit einer Pizzeria-Pizza mithalten kann. Junge. In welcher Pizzeria kriegt ihr eine geile Pizza für unter 4 Euro? Jetzt mal no joke. Jedoch verstehe ich eine Kleinigkeit nicht. Und zwar, was hat das genau jetzt mit Kongcrafter zu tun? Also irgendwie ist mir das bis jetzt nicht ganz so schlüssig geworden, außer der Sticker, der da drin war. Da gebe ich dir auf jeden Fall ein bisschen recht. Das ist ein Kommentar, den ich auch relativ häufig bekommen habe. Hey Luca, was hat denn so eine stinknormale Margherita eigentlich mit dir zu tun? Habe ich euch ja auch schon hier relativ häufig gesagt. Und zwar wollte ich erste Pizza machen, wo irgendwie der Smiley mit integriert ist oder so. Allerdings kosten Maschinen, die das wirklich in eine Salami stanzen können oder keine Ahnung was, im hohen...
hohen sechsstelligen Bereich. Deswegen wollte ich halt erstmal allgemein testen, ob so eine Pizza bei euch überhaupt gut ankommt, ob ihr sowas feiert. Und ja, also der Launch ging schon krank ab. Die jetzige Version der Luca Pizza hat auf jeden Fall nur quasi mein eigenes Design, den Sticker mit drin, das Verpackungs, die Möglichkeiten, den als Teller zu nutzen und so weiter und so fort. Aber wenn ich demnächst eine zweite Pizza machen sollte, dann ja, werde ich da mehr mich selbst rein integrieren. Also, yay. Wir reagieren jetzt auf den nächsten YouTuber. So Leute, sorry für den Doppel-Upload, aber heute bringt Luca seine neue Pizza raus und natürlich lassen wir ihn nicht nehmen. Ich habe ihn wirklich erst durch das Video entdeckt, was er über meine Pizza gemacht hat, aber er macht ultra geile Videos, also schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Und das Video von ihm habe ich halt nicht irgendwie gesehen, weil mir das zugeschickt wurde oder keine Ahnung was, sondern er war einfach Platz 4 in den Trends. Digga. Sein Video hat gerade irgendwie 600.000 Aufrufe oder irgendwie so. Auf jeden Fall ultra krank, wie das Video über meine Pizza bei ihm abgegangen ist. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Das sind die richtigen, ja, ja. Was? Sind sie Concrafter? Ich denke, ja. Ich bin Concrafter. Wer kennt's nicht? Tutopolis ist eigentlich ich. Ich werde die Verpackung ein bisschen zerstören, aber ist nicht schlimm. Ich muss halt mit dem Motorrad nach Hause. Die Verpackung ist sogar zu groß für einen fucking Rucksack, Alter. Don't fuck with the fucking Luca Pizza, man. So, Freunde, das war echt eine Odyssee, denn ich habe überall, oder besser gesagt, meine Frau hat mir heute Morgen überall angerufen, welchen Rewe diese verdammte Pizza hier, wo es die gibt. Ich habe gedacht, dass es sie auch woanders gibt, aber nicht mal in den Rewe daneben gibt es diese Pizza. Vermutlich gibt es tatsächlich wirklich nur in der Bonner Straße 211. Ja. Das habe ich sehr oft geschrieben bekommen. Unfassbar viele Leute haben sich bei mir darüber beschwert, dass es die Pizza nicht in jedem Rewe-Center gibt und nicht in jedem Rewe-Supermarkt und nicht in jedem Edeka und keine Ahnung was. Leute, die Pizza war in vielen Märkten wirklich direkt ausverkauft, direkt am Morgen, weil die Märkte halt nicht wussten, okay, da ist ein YouTuber, der macht eine Pizza, wie viel bestellen wir? Vielleicht nur 300 Stück oder so, und die waren halt dann relativ schnell weg. Oder sie haben auch tatsächlich gar nichts bestellt. Die Supermärkte haben sich halt nicht gedacht, dass da jetzt so viele von euch von der Lu-Crew reingestürmt kommen und sich quasi Pizza kaufen. Also wie schon im Vlog vor ein paar Tagen gesagt, ihr habt sogar die Kundenhotline von Rewe Zentral Deutschland komplett gesprengt an diesem Morgen. Also es tut mir leid, dass einige wahrscheinlich zu Märkten gefahren sind, wo es die Pizza dann nicht mehr gab oder die doch nicht bestellt haben oder irgendwie so. Das tut mir unfassbar leid, aber vielleicht könnt ihr euch ja als Community untereinander austauschen. Also wenn jemand jetzt in den Kommentaren fragt, hey, gibt's die Pizza noch irgendwo näher, keine Ahnung, Stuttgart oder so, dass dann vielleicht jemand anderes aus Stuttgart ihm antwortet und sagt, hey, ja, hier in der Nähe gibt's die bei dem Rewe, der hatte heute Morgen noch welche oder so, dass ihr euch da so ein bisschen untereinander vernetzt, weil man bekommt nicht von den Supermärkten Listen, welcher Rewe sich welches Produkt bestellt, weil das unglaublich viel Aufwand wäre. Aber wir schauen uns mal weiter sein Video an. Kohlenhydrate 118, Eiweiß 40 Gramm. Man braucht kein fucking Gym mehr, Alter. Einfach die Pizza essen. 40 Gramm pro Pizza, Mann. Ihr könnt es schon sehen, ob ich den Sticker habe, Freunde. Hab ich den Sticker? Habe ich den guten Sticker oder den Kacksticker? Du hast den Kacksticker leider. Das ist schon ein riesen Pizzagröße, hab ich mein Gericht. Ihr kennt ja sicher richtig kleinen Pizzen, die man 3 Stück bekommt und richtig eklig schmecken. Alter Freunde, ich war mit Max vor ein paar Tagen einkaufen im Supermarkt und wir haben da diese Pizza gesehen von... Ich möchte die Marke jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war das so ein Karton und da waren 3 so kleine Pizza Margherita übereinander drin. Für irgendwie 2,50 Euro oder irgendwie so. Und ich habe mir die mal gekauft und wollte aber kein Video drüber machen, weil ich die Marke nicht schlecht machen wollte. Und habe es halt einfach gegessen und boah. Nach ein paar Bissen hatte ich keinen Bock mehr darauf. Man soll wirklich nur Produkte machen und Videos machen und allgemein nur Sachen kreieren und nur Sachen tun, die einem wirklich Spaß machen und wo man auch wirklich voll hintersteht. Und hinter meiner Pizza stehe ich voll hinter. Und ich bin ganz ehrlich, da mache ich lieber eine Pizza, die größer ist und 3,79 Euro kostet, als sowas. So 3 Pizzen, die alle scheiße schmecken und arschklein. Aber gut, wir schauen weiter. Also, lieber Lukas, du schuldest mir eine Erklärung, warum in meiner Pizza Margherita ein Stück Zwiebel ist. Leite dich weiter an Gustavo Gusto, das kann wirklich nicht sein. Okay, ich muss schon zugeben, das sieht schon nice aus. Danke dir. Vor allem, man kann das einfach benutzen, ne? Man kann einfach drüber schneiden. Normalerweise dürfte es halt nicht durchkommen. Okay. Haben wir Löcher? Nö. Wenn das Ding nicht zu sehr scharf ist, dann schafft es nicht mal, den ersten Karton durchzubohren. Das ist schon mal sehr gut. Er ist tatsächlich mit einer der ersten, die ich wirklich gesehen habe, die auch den Karton als Pizzateller benutzt haben. Weil, Freunde, also ich habe das schon ernst gemeint und ich habe das auch extra so häufig gesagt, dass die Pizza wirklich riesig ist. Die passt auf keinen handelsüblichen Teller, den ihr so normal kaufen könnt. Benutzt bitte wirklich den Karton als Teller. Also da spart ihr das Spülen nachher oder den Krams noch in die Spülmaschine zu räumen oder so. Und der geht wirklich nicht kaputt. Also ich bin auch mit meinem Pizzaschneider da drüber gefahren, habt ihr ja im Video vor ein paar Tagen gesehen und da ist auch nichts passiert. Nochmal.
Also ich muss wirklich zugeben, die Pizza schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Danke auf jeden Fall auch für dein Video, Totopoulos. Ich finde es auch mega nice, wie dein Video abgegangen ist. Also jetzt gerade, wo ich das Video hier aufnehme, ist der 19.10. Du bist immer noch in den Trends bei mir, Platz 6 oder so. Also mega geil und ich finde es schön, dass dir die Pizza auch schmeckt. Und meine Damen und Herren, ihr wisst ja, dass ich bei diesem Event war, wo ich am 17.10. die Pizza verteilt habe vor dem Rewe, wo ich ja auch einen Vlog zugemacht habe. Auf jeden Fall habt ihr, glaube ich, mitbekommen, dass Max nicht dabei war, dass Seppel nicht dabei war, also YouTube-Kollegen von mir waren nicht dabei, Freunde von mir waren nicht dabei, es war wirklich nur so mein Management mit dabei, die Leute von Gustavo Gusto und von ProSieben Licensing, weil ich wollte das so unter uns halten, so ein bisschen familienmäßig, ich nehme die Zeit, gebe jedem persönlich die Pizza, wir können uns kurz unterhalten, können Bilder machen, andererseits versuche ich natürlich auch so viele Leute wie möglich irgendwie glücklich zu machen, deswegen habe ich halt keinen anderen YouTuber irgendwie eingeladen oder gesagt, hey, komm doch auch gern rum, sondern ich dachte wirklich, okay, ich und ihr und ich kann euch von der Pizza überzeugen und kann euch zeigen, hey, probiert sie einfach. Das war wirklich nur so eine Aktion, hey, probiert die Pizza kostenlos, falls ihr sagt, sie ist euch zu teuer oder ihr wollt die erstmal probieren. Das war wirklich, also man musste nichts bezahlen und konnte mich treffen und man konnte Pizza essen. Die Idee fanden wir halt ganz cool, haben wir dann ja auch umgesetzt, hat ja auch euch ultra viel Spaß gemacht, so wie ich das jetzt in den Resonanzen mitbekommen habe. Und wir haben uns halt mit der Security, mit dem Sicherheitsdienst so ein Konzept überlegt, wie wir das alles machen. Mit den Absperrungen, wie viele Leute auf den Parkplatz fahren dürfen und dann kam ein anderer großer YouTuber. Dena MC, meine Damen und Herren, aka Felix Laden. Er hat auf YouTube gerade, können wir mal kurz hier reingehen, er hat 3,15 Millionen Abonnenten. Wow. Alter, 3 Millionen. 3 Millionen ist eine übelst kranke Zahl. Wie viele Kanäle in Deutschland haben über 3 Millionen? Muss man sich mal vorstellen. Das ist echt heftig. Ich wusste nicht, dass Dena wirklich so fucking viele Abonnenten hat. Aber back to topic. Dena hat auch ein Video zu der Pizza gemacht. Und da schauen wir jetzt einfach mal zusammen rein. Hier vorne ist der Supermarkt. Alter, da sind richtig viele Leute. Hier ist jetzt schon. Lol. Seit wann fährt Felix ein Mini? Hatte der nicht immer so krasse Karren am Start? Eigentlich sollte morgen mein neues Auto kommen. Ach, Mann, schade. Ich dachte, ich könnte dich in der Mini-Community begrüßen. Also Felix ist jetzt hier mit dem Mini von, ich weiß nicht, wahrscheinlich dem von seiner Freundin oder so, auf den Parkplatz halt vorgefahren, wo wir das Fantreffen veranstaltet hatten. Die haben den ganzen Parkplatz in Beschlag genommen. Wir parken mal hier gerade. Oh shit, was nice. Das sieht schon cool aus, muss man sagen. Danke. Danke, freut mich, dass dir das Design gefällt. Nur jetzt kommen wir halt wirklich dazu, was mich persönlich in dem Moment so ein bisschen abgefuckt hat, sage ich ganz ehrlich. Dena ist dann zu mir gekommen, wo ich die Pizza ausgeteilt habe, was ich an sich eine coole Geste fand. Aber wenn ein YouTuber mit 3,1 Abonnenten... 3,1. Ja, 3,1 Abonnenten. Wenn ein so großer YouTuber natürlich dahin kommt, dann ist es natürlich klar, dass auch einige von den Leuten, die wegen mir da waren, auch ihn kennen. Und ihr habt es gerade gesehen, ich war so ein bisschen überrascht, ihn zu sehen, weil ich halt, wie gesagt, eigentlich keinen so erwartet hatte, beziehungsweise eingeladen hatte und war auch ehrlich gesagt in dem Moment so ein bisschen, ich möchte eigentlich alle irgendwie glücklich machen, sodass so viele Leute wie möglich mich treffen können. Und das hat die Situation so ein bisschen kaputt gemacht. Wir wollten echt eine Pizza holen. Wir wollten echt nur Pizza holen. Ihr seht schon, Ilja hat das Ganze auch so ein bisschen verwundert, warum er da auf einmal aufgetaucht ist. Das schmeckt tatsächlich gut. Danke, Digga. Freut mich, dass dir die Pizza schmeckt. Ja, ein bisschen ins Auto dann raus. Die Person, mit der Felix dort geredet hat, war von dem Security-Team, was wir da am Start hatten. Und er war eigentlich dafür zuständig, dass bei mir die Leute quasi in geregelten Abständen zu mir kommen. Er nimmt quasi Fangeschenke an, packt die in den Korb da hinten. Sorgt so ein bisschen dafür, dass alles quasi gut und gesittet abläuft. Und der musste sich dann halt leider um Felix kümmern, weil Felix dann plötzlich da war. Und bei mir fehlte dann halt eine Security-Person. Das heißt, in dem Zeitraum, wo Felix da war, ist es bei mir alles schleppend vorangegangen. Und das hat alles nicht so gut funktioniert. Also ich finde, ich bin ganz ehrlich, ich fand die Geste cool, Felix, dass du da warst. Das, also, das war so ein bisschen blöd auch. Salam alaikum. Da habt ihr es gerade auch nochmal gesehen, der Security-Beamte musste dann neben Felix herlaufen und ihn quasi rauslotsen, sodass dort keine Leute noch irgendwie vor dem Auto hergelaufen sind oder so. Also das hat die, also dadurch, Felix, dass ihr gekommen seid, das hat die Situation so ein bisschen, naja, so ein bisschen durcheinander gebracht oder so, aber versteh mich nicht falsch, es war schon cool. Dachte ich halt schon, dass viele Leute da sind, aber nicht so viele Leute. Ja. Das ist ja mehr als beim Videoday da waren. Das ist schon krass. Und es ist mir auch voll unangenehm zum einen Luca gegenüber, weil das ist so sein Ding hier. Alles easy, war halt nur in dem Moment ein bisschen stressig dann für alle Beteiligten. Ja. Aber die ist gut, die ist gut. Die schmeckt gut. Die schmeckt gut. Ja. Also, ich würde nicht sagen,
Es ist die beste Pizza, die ich in meinem Leben gegessen habe. Es ist die fucking beste Pizza, die du hier gegessen hast. Meine Fresse, Alter. Lüg doch nicht mal. Lena und sein Cutter bzw. Kameramann Philipp wollten dann nochmal in den Rewe reingehen und sich die Pizza kaufen. Beziehungsweise Philipp, weil Lena nicht reingehen wollte wegen den ganzen Zuschauern. Vorne ist ja auch verständlich. Allerdings war die Pizza dann halt dort ausverkauft. Und hier jetzt die Szene. Okay, Leute. Also, hier müsste eigentlich die Pizza sein. Wie ihr seht, von allen anderen Marken ist natürlich was da, aber... Die Luca-Pizza ist ausverkauft anscheinend. Und dann haben sie die Pizza von Abonnenten von mir abgekauft. Wollt ihr im Vlog sein? Und mir vielleicht ja. Eine von den Pizzen verkaufen, weil es gibt keine mehr und wir brauchen die für den Vlog. Vor allem auch hier, die Person, die dort gezeigt wurde, Ehrenmann, Alter. Hier, er hier. Du bist krass, Alter. Du hast mein Merch, Mann. Du bist fucking Luke-Crew-Member. Also hier, wir geben euch einen Fünfer auf jeden Fall. Ja? Ja? Ist ja cool. Ja. Alles klar, okay. Und jetzt kommen wir zur nächsten Sache, die mich ein wenig aufgeregt hat an dem Video von Felix. Und zwar haben sie halt Zuschauern die Pizza für 5 Euro abgekauft, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, weil die Zuschauer gesagt haben, hey, ja klar, dürft ihr machen. Allerdings stand im Titel von denen das Video halt, YouTuber Pizza für 5 Euro gekauft. An sich ist das richtig, ihr seid zu Leuten gegangen und habt denen meine Pizza für 5 Euro abgekauft. Allerdings, wenn sich Leute das Video nur bis zur Hälfte angucken, kriegen die halt nicht diese Szene mit und denken, hey, dieser YouTuber verkauft seine Pizza für 5 Euro. Ich finde, man hätte den Titel anders wählen können, wie beispielsweise wir probieren Lukas Pizza oder wir testen Lukas Pizza im UFO oder YouTuber Pizza von Fan gekauft oder so, aber das mit 5 Euro, das kommt so rüber, als wenn meine Pizza 5 Euro kostet. Natürlich wird das Preisschild von der Pizza im Rewe im Video von Philipp gezeigt, allerdings für eine Sekunde. Und der Titel ist halt dauerhaft da, also das fand ich so ein bisschen misleading. Aber wir schauen uns das Video mal weiter an. Diese Mikrowelle hier, die hat aber eine Grillfunktion mitgebracht und ich hoffe, dass wir damit die Pizza machen können. Du möchtest die Pizza mit einer Mikrowelle machen? Mit einer Mikrowelle mit Grillfunktion. Junge, die teuerste Pizza der Welt. Teuerste Pizza der Welt. Ja. Definitiv, Felix. Scheiße, Alter, die ist zu groß. Wo ist Basilikum? Stimmt. Ja, es ist nicht da. Aber warum ist auf der Verpackung drauf? Ich glaube, Felix will darauf anspielen, dass hier auf der Verpackung hier Basilikum drauf ist und hier auch so ein bisschen. Naja. Auf der Pizza-Verpackung bin auch ich hinten drauf. Bin ich in der Verpackung? Nee. Also laut Felix hätten wir dann wohl das Basilikum mit auf die Pizza legen sollen. Das heißt, das Basilikum wäre dann tiefgefroren und du hättest die Pizza mit Basilikum drauf in den Ofen, Entschuldigung, in eine Mikrowelle hier schieben müssen und dann wäre das Basilikum, was man eigentlich am Ende einer Pizza kalt und frisch oben drauf legt, wäre dann unfassbar heiß. Also, ich kann gern für dich nochmal eine eigene Pizza backen mit Basilikum oben drauf und die kannst du dir dann so in deine Mikrowelle schieben, aber das wird nicht schmecken. 4 bis 8 Minuten, Alter. Das ist, was denn das für eine Spannbreite? 4 bis 8 Minuten ist eine Spannbreite von 4 Minuten, Felix. Ich kann dir auch Mathe beibringen. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir haben extra gesagt 4 bis 8 Minuten, weil wenn man so 4 Minuten quasi drin hat, dann ist er halt noch so ein bisschen okay für die Leute, die das jetzt nicht so knusprig haben wollen und halt 8 Minuten dann eher okay. Das ist dann für die Leute, die es ein bisschen knusprig haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist eine Spannbreite von 4 Minuten, Felix. Und auch für die Verpackung haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Einfach Decke aufreißen, umklappen und fertig sein Pizzateller. Und jetzt? Ja, das Pizzateller. Ach, das ist er jetzt? Ja. Ach so, ich dachte irgendwie. Wir haben hier hinten eine Naht reingemacht und hier kannst du quasi diese Lasche dann reinstecken, sodass das quasi festhält und dann hast du halt einen gesicherten Boden und kannst darauf deine Pizza essen und schneiden. Also ich fand es ein bisschen blöd, wie das da dargestellt wurde, weil wenn man sich informiert hätte, dann wüsste man, dass da hinten auch so ein Schlitz drauf ist. Oder wenn man sich überhaupt mal die Verpackung angeguckt hätte. Aber ich kann dir das gerne mal zeigen, Felix. Alter, das ist heiß. Oh. Ja, Mann. Ja. Ja, das hat so eine heiße Pizza halt an sich, dass sie heiß ist. Normalerweise lernen Kinder aus ihren Fehlern, aber nein, hier ist es nicht der Fall. Wir hätten mal Basilikum holen müssen, also draufstreuen, dann wäre es wirklich wie auf der Verpackung gewesen. Basilikum draufstreuen? Du meinst Oregano, glaube ich. Basilikum sind diese kleinen Blättchen. Geschmacklich finde ich die eigentlich gar nicht schlecht, ja. Aber ultra labbrig halt. Danke, Easy, ich finde schön, dass dir die Pizza schmeckt. Ich kann dir auch gerne mal welches UFO vorbeibringen. Labbrig liegt, glaube ich, an der Mikrowelle mit Grillfunktion. Das war's heute im Vlog. Wir haben mal die Pizza ausprobiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ach, das war schon vom Vlog. Das war doch jetzt eine Zeitspanne von einer Stunde, oder? Die sind ja zum Rewe gefahren und haben und dann wieder... Aber gut. Nee, Freunde, Spaß beiseite. Ich fand das Video von Dena echt cool. Ich find's auch mega nice, dass ihr eigentlich rumgekommen seid. Die Geste war an sich mega cool. Du hättest nur vielleicht vorher Bescheid sagen können. Dann hätten wir Security so ein bisschen darauf angepasst. Finde ich auf jeden Fall nice, dass euch die Pizza auch geschmeckt hat. Nächstes Mal dann vielleicht im Backofen zu Hause machen, weil im UFO habt ihr ja, glaube ich, keinen. Das meinte Revi auch schon zu mir. Auch danke an die ganzen anderen Leute, die dazu Videos gemacht haben. Ich habe heute gesehen, dass Sturmwaffel auch ein Video dazu hochgeladen hat. Aber das habe ich jetzt nicht noch mal hier reingekriegt und ich bin jetzt schon in der Rohdatei bei 45 Minuten. Ich will jetzt gar nicht mehr drum rumschnacken, meine Freunde. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ciao!
Roll the outro. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.